Ich sag nix. Oh, ich hab schon was gesagt. Oh. Hallo. Zwei Hauen. Den wir nicht hatten. Ach, Mann. Der war so gut. Hallo und herzlich willkommen zurück bei, bei uns? Wildlands. GAW. Was? GAW. Achso, ja. Hat Los. Einer von euch Punkte? Punkte? Ich will Punkte. P-U-B-G. Punkte? Okay. Nee, ich bin ja nicht das Ach, Sams. Nee, Haha. Nein, hab ich nicht, aber es ist cool. Hab ich nämlich letztens gespielt. Ja, durch mich vermutlich. Oder? Ja. Surprise, surprise. Gehen wir zu A oder zu D? Ah. Philly muss dir auch mal holen, dann können wir es auch mal aufnehmen. Das ist ganz witzig, zumal ich sonst niemanden hab, mit dem ich das spielen kann. Wie gut funktioniert das mit dir? Keine Ahnung, wie gut das mit deinem Rechner funktioniert. Ja, ich meine bei dir, aber bei mir ist es einfach nur Hilfe. Ich bin froh, dass es wirklich funktioniert. Nö. Es geht bei mir einfach nur einfach. Funktioniert gut in 4K und maximalen Details. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie performancemäßig ist es überhaupt einfach nur. Bleh. Nö, bei mir ist es ganz gut. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Warum nicht erst rausgehen, wenn ihr mir sitzt? Was stehen. Macht ihr denn? Ich bin souverän abgesprungen. Hallo, von 5 Meter, das darf doch nicht sein, dass man da hinüber ist. Egal, ob du von 5 Meter oder von 10 Meter von dem Helikopter angetroffen wirst. Du hast dir Füße gebrochen und deinen Kopf auf dein Becken geschlagen. Damit bist du, glaube ich, tot, vermutlich. Nö. Nein, es liegt einfach darum, egal wie oft oder von wie vielen Höhe es ist, wenn ein riesiger, großer Heli auf dich landet, dann bist du tot. Ja, okay. Hast du das nicht mal direkt in der ersten Folge demonstriert gehabt, wie du mich geplättet hast? Nee. Warst nicht du das? Doch. Nein, ich meine nein. Achso. Ich doch nicht. Also der Felix. Also ich bin ja Felix. Ich Felix doch nicht. Ah, du bist Felix. Hallo Felix. Hallo. Wie viele Felix haben wir denn? Also nicht, dass wir hier im TS schon irgendwie drei Benjamin haben oder so. Drei Benjamin? Ja, die kennst du nicht. Und welcher heißt Blümchen? Ha, 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 der war wieder sowas von nicht komisch. Eine Blümchen kenne ich auch, aber das stammt von der Streamer-Gruppe. Hey, hey, Jungs! Echt, wer heißt da so? Ich weiß nicht, wie die mit echten Namen heißt, keine Ahnung. Nee, aber ja, kenne ich sie, oder? Ja, prinzipiell. Okay. Jungs, wir haben einen Rechtskundelehrer, der lässt sich sowas von kuriose Namen einfallen. Da gibt's einen Herr Brause und eine Frau Pulver. Ah, ja. Wie Brausepulver. Die Rechtskunde? Ach so, na so. Also was? Aha. Die deutsche Rechtskunde nach dem STGB. Noch Fragen? Ja, wir haben Wieso dafür. Wieso? Wieso machen wir das? Wieso, was weiß, wieso, Obi? Wieso, was weiß Marco? Wie viele Jahre möchte mein Charakter eigentlich noch an diesem Laptop rumtippen? Null. Kann irgendwer mich mal mit einer Granate umbringen und wiederbeleben? Was bist denn du überhaupt? Bist du nicht? Marco, geh mal weg. Im Haus, bei den anderen dreien. Ach, also doch. Okay. Ich bin nicht dort. Leute, killt mich, macht weiter. Alter, du bist schon kaputtbar. So. Jetzt ist er kaputt. Komm, mich heil dich. Keine Infos. Danke. Was? Keine Info zu Ausrüstung, keine Info zum Nachschubüberfällen, keine Info zu Rebellenoperationen. Cool, jetzt haben wir den nächsten, den wir killen müssen. Bleib mal da stehen. Also nicht, dass du es vermutlich überhaupt brauchst, aber wir wollen dich killen. Moment, ich muss kurz den Unterlaufgranatenwerfer finden. Aber da ist ein Ausrufezeichen. Die falsche Waffe. Was ist denn dann die richtige? Jetzt hat er's! Halt! Nein, ich hab's nicht. Ich muss abbrechen, weil da kam ja mir nichts. Ja, ist okay. Ist da ist noch ein schöner kleiner Gegner. Der läuft hier so ein bisschen rum. Aber du bist doch immer noch und stehst da. Das bin ich jetzt. Yeah! So geht's auch. Was ist da jetzt explodiert? Warum? Will uns jemand mal wiederbeleben? Ja, ich will euch wiederbeleben, aber irgendwie kann man sich nicht entscheiden, wen jetzt genau. Leg dich dazu, dann hat's Felix schwieriger. So, dich. Das Spiel sagt, du bist zuerst. Und dann. Oh Mann, also und dieser. Dann Mirko.
Dieser Laptop ist Mist. Was wäre Mirko? Ah, der Nächste, Mirko, der sich verbuggt hat. Aha. Nö, kommst du wieder raus? Aber es ist nichts passiert, ne? Nö, das nicht. Aber toll, wenigstens bist du wieder rausgekommen. Gibt's hier jetzt... Wollten wir einen Skillpoint hier holen, oder... Nö. Weshalb sind wir hier? Ja, drüben bei A. Auf also, zu Punjo D. Eigentlich hatten wir noch... Achso, du hattest schon... Ja, okay. Der ist jetzt ein bisschen kaputt gegangen, aber passt schon. Kein Problem. Alter, was ist... Ja! Was eskaliert hier? Hä, wo stehst denn du da? Oh, jetzt bin ich tot. Ich glaube, Rotorblätter. Was eskaliert hier denn? Könnte jemand aufsteigen und ihn wiederholen? Also eigentlich wollte ich aufsteigen, bin dann über Tram gelaufen und bin dann da oben gelandet. Gelandet. Wir wollen den nicht mitnehmen. Wollen wir nicht? Na, scheiße, ey. Oh, what the fuck? Alter. Schnell drauf, ey. Hey, ich kann kein Motorrad fahren. Ich kann nur aufs Motorrad aufsteigen. So, ich auch. Jetzt passt das. Wow. Ich bin ja schon ein bisschen seucht. Geiler Scheiß. Das ist nur die Klimaanlage. Genau. Wir kühlen uns mit flüssig Helium. Oder flüssig Stickstoff. Stickstoff vor allem. Ganz gemütlich bei minus 170 Grad. 180. Und, ja, 120 ist Stickstoff. Und naja, Feli, du erinnerst dich doch an meinen Ventilator? Das Häckselgerät. Ach so. Ja, der haut dir auf jeden Fall die Finger ab, wenn du sie reinhältst. Das sind große Metallblätter bei einem abartigen Speed. Wer hat normal Hostel-Equipment zu Hause? Ich oder du? Wait, what? / Unboxing bei mir, Hostel. Nee, nicht Hostel. Saw war's. Ach so, ja, jetzt macht's Sinn, ja. Jetzt ja. Was war da nochmal? Er hat die Saw College schon. Ja, ich weiß. War das nicht die, wo ich ausgepackt habe? Ja, übrigens, das war auch noch ärgerlich. Als ich die 3 Wochen später in meinen DVD-Player einschieben wollte, ging das nicht. Dann habe ich auf die Verpackung drauf geschaut. Dann stand da Blu-ray drauf. Dann habe ich nochmal in der Bestellung nachgeguckt. Da stand definitiv DVD. Dann habe ich das reklamiert. Und nach 5 Wochen, oder beziehungsweise nach 5 Wochen hatte ich es dann reklamiert und dann hat die den Antrag abgelehnt. Nach 5 Wochen darf sie das. Ja, fick dich doch, ey. Jetzt habe ich Blu-ray und kann sie nicht verwenden. Was ist das? Er muss halt noch einen Blu-ray-Laufwerk reinbauen, ist ja kein Problem. Ja, super, kostet nur wieder. PlayStation 3 oder 4? Nee, ich habe gar nichts. PlayStation 1, aber da gibt es kein Blu-ray. Nee, die kann ja doch, Blu-ray. Sie hat sicherlich Blu-ray. So, ich hoffe mal, GameStop ruft bei mir noch an, weil ich habe ja meine... Ach, hast du geschrieben? Ich habe da mich auf die Liste setzen lassen mit 30 Euro Anzahlung. Ach so. Hä? Für bessere PlayStation. GameStar, der YouTube-Kanal. GameStop. Ach so, GameStop. Aber GameStar... 100 Euro, ne? Ja, 100 Euro für eine Pro. Also ich gebe meine alte ab. Das hat ja nicht so funktioniert. Ja, sie haben es halt nach 2 Tagen dann beendet. Aber wer sich innerhalb der 2 Tage auf die Liste schreiben lassen hat, der kriegt innerhalb der anderen, so 1,5 Monate, glaube ich, Bescheid. Was ist das? Du lieferst da oben ein billiges Spiel mit und die alte Konsole und kriegst dann die neueste Pro. 2 billige Spiele und den Originalcontroller, der bei der Konsole dabei war und die Konsole halt. Und dann kriege ich einen neuen. Was? An den Heli kommen wir doch eh nicht ran. Ich steig ein, wir warten. Also. Ich schreie die ganze Zeit. Komm jetzt endlich ein. So. Komm endlich rein, rein. Wir warten auf dich alle. Wir warten auf dich. Also heute ist schon irgendwie Hitler Day oder was? Hitler Day, ja? Nein, interessante Akzente. Der interessante Akzent. Das ist Fränkisch, was ich da rede. Fränkisch? Fränkisch, ja. Ist das so? Ey, das sind Ressourcen nur und so. Oh, zu spät schon. Ressourcen? Feli! Halt! Feli! Hilfe! Oh, ich lebe ja noch. Mit dir fahre ich nicht mehr. Du hast meinen Controller. Nee, du hast deinen Controller, was soll ich sagen? Ich dir das schon. Immer diese unaufmerksamen Fahrer. Du hast deinen Controller geklaut, okay? Ich hab meinen Controller geklaut? Ja, von mir. Ja, den gebe ich dann. Kann ich mir fahren. Will jemand das Geschütz mal bemannen? Nö. Und den Gegner da hinten abräumen? Ich will nicht, aber ich muss. Aber das schießt nicht doch jetzt. Bis das warm gelaufen ist, sind wir weg. So, da ist er gar nicht mehr drin.
Ja, der Informant ist verstorben. Hab ich den gekillt? Nee. War der überhaupt hin? Geradeaus. War hier. Hä, wo kommt der Beschuss von da oben? Ach, das war schneller. Ja, ganz ruhig. Oder hat's gepennt? Und. Fußgänger! Wir sind hier nicht in GTA. Also eigentlich schon irgendwie, aber. GTA Wildlands. Ja. GTA Bolivien. Wie war das? Es gibt nur eine Geschwindigkeit. Meine Geschwindigkeit. Achso, oh ja. Das war, Ein Filmzitat? Ja, das war ein Filmzitat und zwar aus. Fast and the Furious? Nee, ne? Nein, der Planet, wo immer dunkel ist, mit. Kevin Costner? Nein, mit. Iron Sky? Nein. Genau. Ich hab's! Ja? Ich hab's! Mit Dick und Doof! Ach doch. Nein. Ja. Of course not. Nein, das war. Ah, wie heißt er denn jetzt gleich? Charlie Sheen? Nee. Nein. Es war einer meiner Lieblingsschauspieler. Aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich hab damit immer ein Problem. In welcher bekannter Sendung spielt der denn mit? Oder so. Der Babynator, auf jeden Fall. Was? Der Babynator? Babynator. Oh, Babynator. Den kenne ich ja. Ja, wie heißt er? Der macht normalerweise Actionfilme. Bruce Willis? Nee. The Rock. The Rock. Nein. Bruce Willis. Nein, keine Ahnung. Vielleicht irgendwas mit Dan. Es ist ein Glatzkopf. Diesel? Vin Diesel. Vin Diesel, nicht Dan. Aber Diesel. Definitiv Vin Diesel. War aber das. Da war ich doch mit Fast and the Furious gar nicht so schlecht, aber der ist jetzt tot. Ja, ich meine einen expliziten Film. Der Mensch ist gut, aber ich suche gerade das Zitat, den Film dazu. Der hat einen Film, der hat eine bestimmte Fantasy-Reihe gemacht, wo es irgendwie 3-4 Teile zu gibt. Nee, falsch rum, die waren separat dazu, aber. Ich muss gerade überlegen. Zu Alexa, lang her. Filme mit Vin Diesel. Extreme Rage, Babylon. Darauf habe ich leider keine Antwort. Triple X? War klar. Nein. Triple X war ich im Kino dieses Jahr, war super. Ah, ich weiß, welchen du meinst. Ich weiß welchen. Pitch Black? Pitch Black, ja, das kann er sein. Das sieht schon so aus. Ja, also, ja genau, und da stand, glaube ich, dieses Zitat her. Es gibt nur eine Geschwindigkeit, meine Geschwindigkeit. Planet der Finsternis. Ah ja, klar. Ja, den habe ich gemeint. Alter, okay. 2000, ey, boah. Altes Ding. Ach, ist das ist Offroad, achso. Ich gucke hier im Internet nach. Dann komme ich hier wieder zurück, hier alles war voll. Ja, ich fahre mal wie du, wie so ein Henker. Ja, ist auch was. Ist doch supi. Es ist was, sagen wir so. Also komm, im Gegensatz voran. Zu dir fahre ich nicht in das explosive Fass. Achso, ja, das war. Es ist schon viel wert. Weißt du, Magda, deswegen hole ich mir mein Auto, weil ich nicht fahren muss. Was ist das denn für einer überhaupt? Kennst du nicht? Ja, ich meine, was für einen? Ja, demnach ein selbstfahrendes. Tesla ja. Irgendwas 3. Ein Tesla 3. Achso, Tesla 3, alles klar. Ja, genau. Ein Modell 3 in dem Fall. Modell 3, ja. Genau. Also ich würde ja gerne. Kommt dieses Jahr noch, oder? Nächstes Jahr wahrscheinlich, oder? Produktion fängt Juli an und Auslieferung Amerika dieses Jahr. Nächstes Jahr wird wahrscheinlich meiner kommen. Hoffentlich noch dieses Jahr. Das wird aber knapp. Ich muss ein neues Auto bestellen. Bitte aussteigen. Ja. Damn it. Bitte steigen Sie aus. Verlassen Sie das Auto. Es wurde defekt gefahren. Wir haben jetzt hier erreicht. Das Ziel liegt geradeaus 600 Meter. Steigen Sie um! Wow. Wie die Karre aufgeploppt ist! Plopp! Du hast mir gerade das Ding auf den Kopf gehauen. Lebst du noch? Ja, nee, ist alles gut. Ah, geil. Leute, einsteigen. Ich fahr euch kaputt. Wir laufen schon. Also ich will euch nicht kaputt fahren, deswegen steigen wir. Voll geiles Auto hier. Ja, das ist mal ausnahmsweise gute Karre. Der ist schon groß und dick. Also bis du da bist, bin ich schon zu Fuß da. Nee. Nein, doch. Miep. Miep. Nein, doch, Miep. Nein, doch ist von Louis Define. Ja. Nein, doch. Oh. Wirklich? Ja. Nein.
Doch. Oh. Ja. Nein. Okay. Die Frage ist, wer kennt so ein alter oder so einen alten alter oder alten Film? Einen alten Film. Einen alten alter Film. Kennst du einen alten Film oder was? Und macht es YouTube tauglich, dass das ein Renner wird und dass sie das überall verwenden. Genauso wie diese Menschentruppe, die wo so schreit, so wow, das kennt ihr bestimmt auch, oder? Dieser Afrikaner da. Ah, ja, genau. Ja, da ist er. Jetzt kann ich ihn umfahren. Ja. Du Arsch, du. Ich habe ihn erwischt. Gut, erstmal defibrillieren. Ja, ja, Corp of Dead. Naja, er wollte... Wir kooperieren mit dem Teufel, ja, das sowieso. Nein, nicht defibrillieren, Gott. Mit der Spitze. Mit der Spitze, ja. Hat einer von euch angefangen, American Gods zu schauen? Jo. Ich auch. Keine Ahnung. Sieht gut aus. Amazon-Exclusive. Ich weiß nicht, ich finde es an manchen Stellen ein bisschen crazy, freaky. Ja, die eine Stelle auf dem Friedhof ist ein bisschen krank. Nee, ich finde auch da, wo der entführt wird und dann das Blut so spritzt und das, boah, nee, krass, zu krass. Ich weiß gerade nicht, welches du meinst. Also, du redest von der zweiten Folge, die ich noch nicht gesehen habe, gell? Nee, von der ersten. In der ersten? Ich weiß nicht, ob das sogar auf dem Friedhof war. Nein! War es auf dem Friedhof? Ich weiß es gar nicht. Jungs, ist das unser Heli? Ja, ich weiß. Ich wollte trotzdem Payload rausschießen. Den kriegen wir eh nicht mehr. Das Heli. Meinst du da die Stelle, wo er die... Die... Mit dem Strick an dem Baum? Ende erste Folge? Nein, ich meine tatsächlich die Strecke, wo er seine... Wie heißt das? Leute, wir haben nur noch 20 Sekunden Zeit. Ja, ich bin eh tot und das Ding fliegt weg, also nicht so tragisch. Ja, ich finde American Gods auf jeden Fall... Ja, Felix, wird das crazy. Noch was mit der Wiederbelebung? Okay, ich sterb gleich. Ja, ich habe hier Gegner... Okay, dann ist gerechtfertigt. Ich warte, bis sie den Kopf aufbricht. So wie jetzt. Und zu spät. Warum können eigentlich die blöden Rebellen, hießen sie, uns nicht defibrillieren? Siehst du diese riesige Scheißladung an Rebellen da unten? So, ja. Jetzt kann ich kommen. So ganz langsam. Ich bin noch tot. Aber Magnus noch nicht. Nö, der Magnus noch nicht. Magnus liegt hier noch im Stein. Den müssen wir hier... ausglitschen. Also ich bin oben auf dem Felsen und hab die Festung von oben im Blick. Wahrscheinlich gibt's gar keinen mehr zum Erschießen. Ich hab einen gedämpften Schaft. Wie geil ist das denn? Ja, deswegen wollen wir auch hin. Was für ein Schaft? Jetzt wird's... Oh Gott. Oh Mann. Ihr seid ja gar nicht so doof. Ihr habt den Sexualkunde aufgepasst, Jungs. Wow. Ach so. Ach so, Felix nicht. War das jetzt ein Kompliment oder war das jetzt? Nee, das war ein Kompliment. Das erste Mal, wo wir was hören, ist bei sowas. Aha. Und warum bin ich schon wieder zu Stufe C? Ach warte, Stufe C. Stufe C? Nein, C. Nö. C. Achso. C. Nö? C. Nö. Stufe C. Nö. Also war es doch mein Fall. Ich weiß nicht, ob was, es du hast ist. Stufe C. Nö? God damn it. Nee, ich habe ein Zubehör erhalten. Ja, ich auch. Keine stumpfe Zähne. Einen gedämpften Schaft, der, glaube ich, nicht auf eine P90 passt, weil das kann man an der P90 nicht anpassen. Aber dafür auf ein anderes P-Wort. Oh! Ob es jetzt eine P90 oder ein Penis ist, Mensch, ist doch egal. Wollen wir ihn in Zukunft einfach aus allen Videos rauszensieren? Darf ich bitte gehen? Einfach seine Stimme rauszensieren aus allen Videos. Achso, jedes Mal, wenn er irgendwas redet oder so. Sag mal, Jungs, wie wäre es eigentlich, wenn einfach mal die Leute das tun würden, was ich ihnen sage und mir nicht irgend fehlerhafte Produkte schicken würden? Dann wäre ich auch viel gechillter und würde nicht so einen Scheiß reden, um eine gute Laune zu erhalten. Das liegt nur da dran. Ja. Auf jeden Fall. Ja, trotzdem müssen die Leute das erstmal hinkriegen, sowas zu machen. Für welche Waffe ist denn jetzt dieser gedämpfte Scheiß gut? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch keinen gefunden. Ich habe auch noch keinen gefunden. Der gedämpfte Scheiß. Lass mal da hingehen, weil da ist noch gleich die Mission. Ich habe erweitertes Magazin endlich. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Sternenhimmel. Vielleicht auch der Schrottflug, oh. Habe ich noch nicht probiert. Der Schrott, ne?
Und die Schrottflinte. Ja, das gibt's doch in Fallout. Alexa, stopp! Ah, du bist schon drin. Achso. Ups. Felix, ja. Was ich dich schon immer fragen wollte. Ja. Woher hast du das Wub-Wub? Oder wie das auch geht, ich kann das gar nicht. Das Wub-Wub. Das ist der Sound der La Police. Wub-Wub. Das ist der Sound der La Police. Wo müssen wir hier hin? Wub-Wub. Das ist ein Song. Wollen wir dahin zu dem Orden? Ist das ja, die Frage ist, wie komme ich hier runter? Keine Ahnung, ich ramm dich runter. Kein Problem. Wie kommen die Berge hier? Wie ja, warte, ich schub's dich ein bisschen runter. Ich komme auch nicht ganz durch. Rammstein. Da war ich neulich auf dem Tribute-Konzert. Cool, wie war's? Sie hatten zwei Flammenwerfer. Irgendwer hat mich überfahren. Sie hatten zwei Flammenwerfer, war richtig geil. Möchte mich jemand defibrillieren mit der Spritze? Mit der Spritze? Ja, natürlich. Und läuft die Aufnahme mittlerweile wieder? Der Till ist... Nö, die ist noch gar nicht beendet. Achso, schön. Der Till ist der Pyrotechniker, das finde ich dann ganz geil. Dann machen wir das jetzt. Und dann... Wer war Till? Till ist der Sänger von Rammstein. Ah, Entschuldigung. Lindemann also, heißt der. Müsste ich nachkommen. Gut, jetzt Till Auto. Lindemann, beenden Sie den Part. Genau. Naja, sagen wir es so, ich bin eigentlich nicht so der Rammstein-Fan, aber ich wurde eingeladen und da wollte ich nicht nein sagen. Und war echt geil. Rammstein will ich auch nicht nein sagen. War echt gut. War echt gut. Ich bin kein Fan, aber ich habe es meine Zeit lang relativ oft gehört. Ja, ich habe ein Album. Ich habe alle. Ja. Till Lindemann, würden Sie den Part beenden? Ja, genau. Er ist gerade nicht anwesend, bitte warten Sie. Loading. Loading. Der ist gerade noch in der VIP-Area. Ja, an Error occurred. Till Lindemann alias Donald Trump. Wird's deutlicher? Kenn ich nicht. Nee, also. Nee, Donald Trump? Hä? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, der Vergleich. Ist das der Typ mit dem Hamster auf dem Kopf? Das ist Trump, aber nicht mit den Hamsterhaaren. Oder hieß der früher anders? Könnte natürlich sein. Vielleicht was willst du uns erzählen? Dass Donald Trump früher der Sänger von Rammstein war? Half-Life 3 confirmed, eindeutig. Also, da hier einige Leute zu blöd sind, ein Part zu beenden, mache ich das. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Eigentlich wollte ich ihn schon mit An Error Accord beenden. Ja, ich habe eigentlich auch gedacht, dass wir den schon viel früher beenden. Und ja, eigentlich. Ja, aber ganz ehrlich, so beendet man doch keinen Part mit Donald Trump. Ja, nein. Hättest du ihn früher beendet, wäre es gar nicht so weit gekommen. Ach, ja, so. Aber ich habe mich zwar angesprochen gefühlt, aber ich habe da jetzt nicht so reagiert, wie du gehofft hast, dass ich reagiere. Von hoffen war nicht die Rede, das war ein Befehl. Antrag abgelehnt. Befehle sind nicht ablehnbar, sie sind nur annehmbar. Haben wir jetzt eigentlich bist du immer noch am Aufnehmen oder? Ja, natürlich! Ja. Ach, wieso dann? Auf Wiedersehen, haut's rein, bis bald! Stopp-Knopf! Geht doch!